Nordkorea hat nach Angaben Japans und Südkoreas am Mittwoch mindestens 2 Raketen von seiner Ostküste aus gestartet. Die Geschosse seien in Richtung japanisches Meer abgefeuert worden, bestätigte unter anderem ein Vertreter der japanischen Regierung am Mittwoch in Tokio. Nach Angaben des japanischen Verteidigungsministeriums handelte es sich vermutlich um ballistische Raketen. Der Test erfolgte nur wenige Tage, nachdem Nordkorea eine Urananreicherungsanlage präsentiert und angekündigt hatte, sein Atomwaffenarsenal ausbauen zu wollen. Nordkorea unterliegt wegen seines Atomwaffenprogramms internationalen Sanktionen. Starts und Tests ballistischer Raketen sind Pjöngjang durch UN-Beschlüsse untersagt.